Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play The Saboteur mit Jahrheizung von den Battle Brothers. Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben den 10. Part und anlässlich dieses Jubiläums, sagt man das so, habe ich euch jemanden mitgebracht. Und zwar... Die Jackie. Nein, mein Co-Kommentator, der Unnahbare, der natürlich den Kanal mit mir auch leitet. Wir sind vor der nächsten Mission bei Le Crochet und hören uns mal an, was der zu sagen hat. Ich hab gehört, Sauer verfüttert keine Ende mehr an seine Dobermänner. Ja, neuerdings ist er selbst das Futter. Sie sind ein harter Mann, Devlin. Das sind harte Zeiten. Ja, das stimmt. Vor allem für diejenigen von uns, die keine Heimat haben. Wie meine Männer in Nordafrika. Die französische Armee kämpft jetzt für die Deutschen. Nicht ganz. Einige weigern sich zu kapitulieren. Während wir reden, kämpfen die freien Franzosen in der Wüste. Aber sie halten nicht mehr lange durch. Was hat das mit mir zu tun? Ein libyscher Botschafter ist in Paris, um mit der deutschen Armee zu verhandeln. Wenn er Erfolg hat, sind meine Männer in Afrika verloren. Soll ich ihn aus dem Verkehr ziehen? Nichts ist schlechter für die diplomatischen Beziehungen als die Ermordung eines Botschafters, oder? Ich kümmere mich um ihn. Der Botschafter trifft sich in der Nähe des Place de Vosges mit dem deutschen Vertreter. Am Boden sind die Sicherheitsvorkehrungen beträchtlich, aber auf den Dächern dürfte sie niemand stören. Klingt, als bräuchte ich eine Fernwaffe. Ist bereits alles arrangiert. Einer meiner Männer erwartet sie in einer verlassenen Chemiefabrik in der Nähe des Ziels. Er hat ein kleines Geschenk für sie. Ich kann's kaum erwarten, es auszupacken. Danke. Jawohl, das heißt, wir treffen uns mit dem Legionskontakt und kriegen da wahrscheinlich eine neue Waffe. Wer weiß es? Wer weiß es? Vielleicht eine Sniper-Riffle? Eine Sniper, nee, die Sniper ist Sniper, Sniper ist Sniper-Riffle, habe ich ja schon. Wo wir gerade schon mal da sind, können wir auch mal eben tanken. Sprit ist ja so teuer im Moment. Ganz genau. Gott, nur so ein bisschen Angst, dass der Deutsche von gegenüber mich sieht. Nö, hat keine Lust, dich zu sehen. Der da hinten? So, alles klar. Dann bewegen wir uns mal von dieser Verdachtszone hier weg. Ernsthaft, ich hab den jetzt provoziert, weil ich die Rente hab. Ich bin so voll, der. So, deutsche Stammzellen. Deutsche Tankstation zerstört. Schwieriger Satz. Ja, und wir haben einen Marker auf der Karte. Da fahren wir jetzt mit einem Dauphin hin. Dauphin? Nicht Dauphin. Ja, der Vorteil ist, dass der Unnahbare Französisch, Parisisch kann. Parisisch. Das heißt, der wird mir sicherlich den ein oder anderen Hinweis geben, wie man... Was war denn da los? Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar gibt es in dieser Stadt auch so Special Jumps, die man mit Autos machen kann. Und das sah mir gerade doch gewaltig nach einem aus. Jawoll, dafür kriegen wir nämlich auch Schmuggelgut. Sprung entdeckt. 1 von 8. Gut, das reicht mir auch schon. Dann müssen wir uns jetzt, glaube ich, einen anderen Wagen nehmen, weil ich nicht glaube, dass ich damit die Treppen hochkomme. Nee, dafür ist er mir doch ein wenig zu untermotorisiert. Wobei der Sprung jetzt gar nicht mal so beeindruckend war. Aber mein Gott. Hashtag YOLO. Man kann es ja mal machen, ne? Ist ein bisschen schmuggeln. Hinteren, der sieht geiler aus. Ja, Entschuldigung, zu spät. Ich schon wieder los. Platzier mal eine Bombe da drin. Das ist immer Bomben. Doch, Bomben sind super. Das ist noch ein Propaganda-Lautsprecher. Noch einer. Ja, ich mache ja nicht alles kaputt. Ich habe es ja schon behauptet, gehabt, dass ich, wenn irgendwas zufällig auf dem Weg liegt, das gerne mitnehme, sozusagen. Aber ich werde jetzt nicht 3-4 Minuten der Parts einfach Schmuggelgut einsammeln, indem ich irgendwas auseinandersprenge. Sowas hat dann später vielleicht nochmal Platz im Freeplay ziehen oder so. Ich glaube, hier sollte ich noch gar nicht abnehmen. Hier ist meine Route auch. Hier nicht. Es ist ein schöner Tag, um den Park zu fahren. Leider weiß ich nicht, ob es Nacht oder Tag ist. Ja, das ist in dem Spiel immer so eine Sache, ob es nachts oder Tag ist, wobei das bei uns in Deutschland ja teilweise auch so aussieht im Moment. Ja, nicht ganz so grau. Ich meine, da müsste man schon in die DDR fahren, um sowas zu sehen, aber gut. Da ist die Chemiefabrik. So. Hallöchen, Kollege, was geht bei dir? Der Haken meint, Sie hätten was für mich. Es ist da drüben. Hab ich selbst entworfen. Tödlich wie ein Skorpion. Und sein Stachel knipst einem Mann aus 500 Metern Entfernung das Licht aus. Klingt nach meiner Ex-Freundin. Der Botschafter ist ziemlich paranoid. Angeblich hat er ein Double. Was? Ein Doppelgänger? Ui. Vielleicht auch mehrere. Aber der echte Botschafter trägt eine rote Armbinde. Geschenk des Kanzlers. Okay, ich könnte sie ja alle umlegen. Sicher ist sicher. Scharfschützenvisier. Begib dich zum... Habe ich das jetzt schon? Guck doch nach. Momentchen mal, vielleicht liegt das auch da. Hinten in der Kiste. Ist das eine Kiste? Das ist eine Kiste. Gut. Falls sich jemand fragt, wie ich die jetzt gesehen habe, die habe ich auf der Karte gesehen. Ja, gut, ja.
Das sieht mir nach einem Sniper-Gewehr aus. Eine Sniper-Rifle. Ich hatte aber halt auch schon vorher eins, deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt von dem bekommen habe oder... Ich gehe nochmal kurz rein, guck, ob hier irgendwas rumliegt. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Gut, dann begeben wir uns da vorne hin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weit weg. Guck doch eben auf die Karte. Das ist schon so ein bisschen weit weg. Man sieht es da hinten ja am Horizont. Steck mal deine Waffe weg. Ansonsten rasten die Nazis hier gleich aus, weil wir eine Waffe in der Hand halten. Das dürfen die ja nur selber. Du musst dir immer die schlechteste Schrottbeule holen, die du findest. Wieso, das sieht doch toll aus. Das ist Vintage-Look. Hallo, das soll so aussehen. Das Auto war damals schon Vintage. Ja, gut. Wie gesagt, wir haben den 10. Part, das heißt, so langsam sollte ich etwas Feedback gesehen haben, bekommen haben. Wäre auf jeden Fall schön. Nee, Feedback ist gut bewertet worden. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kennen ein paar von euch ja noch das ursprüngliche Projekt. Ich glaube aber nicht viele. Ich glaube, die meisten meiner damaligen Zuschauer sind mittlerweile tot. Sind nicht auf Battle Brothers umgesattelt, wollte ich eigentlich sagen. Was macht die Frau da? Die wirft mir etwas im Kost zu. So, wir sollen da oben auf das Gebäude drauf, dann würde ich sagen, gehen wir von da hinten rüber. Löst du vor dem Treffen Alarm aus, könnte der Botschafter entkommen. Oh. Wie, ich komme da nicht hoch. Ja, Sean ist halt ein Stoppschwanz. Lappen! Geh da hoch! Alter. Der kriegt sich hin, an der Kackfassade hochzuklettern, aber dann... Aha! Okay, das sieht so aus, als würden wir da hochkommen. Wir müssen mal gucken, wie das mit dem Ton läuft, weil der Unnahbare sitzt natürlich gerade neben mir. Dementsprechend ist es vielleicht etwas schwierig, dass wir beide ordentlich ins Mikro reden. Man kennt das. Ja gut, also eigentlich sitze ich ja so schräg hinter ihm und decke ihm sozusagen den Rücken. Problem dabei ist halt, dass ich mich die ganze Zeit so nach vorne beugen muss. Und das ist scheiße für den Rücken. Ich hab Rücken, mein Gott. Alter, ist das jetzt dein Ernst, dass du da nicht hochkommst? Sean hat doch sehr nachgelassen. Der hängt mit dem Kinn fast auf dem... Weißt du, der zieht sich senkrecht an der Fassade hoch, indem er mit einer Hand Schwung holt und dann einen halben Meter drüber hängt. Aber er schafft es nicht, so eine Stufe da hochzukommen. Ja, sichi doch. Gut, machen wir es auf die komplizierte Art und Weise. So, jetzt sind wir aber endlich da. Wo sollen wir denn hin? Wir sollen da rüber rutschen, gell? Ja. Na, bist du noch zu tief. Schwing dich. Ja. Das Ding leuchtet jetzt gelb, weil du es benutzen sollst, gell? Vorsicht da unten! Ab geht's! Oh oh. Ich sehe schon kommen, dass ich da sterbe. Nein, ich hab's. Was zum Teufel soll diese Scheiße? Die haben alle. Der Bastard muss einen Doppelgänger haben. Ach nee, echt. Oder zwei. Da unten ist eine verdammte Versammlung. Aber er hat noch auch rote Armbänder, der jetzt am Springbrunnen rumläuft. Ja. Botschafter ausschalten. Wow! Wo sind denn die? Ach, da unten sind die. Soll ich die jetzt einfach abballern? Ja, komm, gib ihm. Stimmt. Das macht Sinn. Gibt's oder was? Er hat eine rote Armbänder, dann würde ich ihn mal headshotten. Ja. Er hat keine rote Armbänder. Er hat auch keine. Ja, stimmt, dann wird das wohl der hier sein. Okay. Das war jetzt nach der Kuppel. Halbzeit, da oben ist ein Deutscher. War ein Deutscher. Er war einmal. Nein, ich wollte da nicht drüber. Warum nicht? Weil da unten eine Telefonsäule ist. Nein, keine Telefonsäule. Da unten das Ding. Du willst ein Versteck da? Ja, ich will da unten ins Versteck. Da unten kommt ein Motorrad, das zu Versteck dürfte gleich deaktiviert sein. Sollen die fahren da dran jetzt vorbei und müssen nicht hier. Ja, die haben mich noch nicht gefunden, glaube ich. Wenn die an mir vorbeifahren, ist alles okay. Wenn die da jetzt gleich rumstehen, komme ich da nicht rein. Ja, das Problem ist, da fährt ein zweites Motorrad. Ja, der versucht gerade um die Ecke drum zu kommen. Gut, die sind auch weg, dann schmeiß ich den Hunter weg und gut ist. Stehen aber auch noch zwei Deutsche. Kannst du von hier oben ausschalten? Scheiße. Sauber. Allein haben sie Glück, dass ihr Auto gerade. Deutscher im Flug. Flugdeutscher. Okay, da steht noch einer, dann ist es safe.
Scheiße, so viel dazu. Das machst du niemals. Ja, das werden jetzt eh immer mehr. Ja. Wir helfen nur die Flucht nach vorne. Das war jetzt aber der letzte, wenn du jetzt nicht beeilst. Ja, warum auch nicht gleich einen Mannschaftswagen? Gut, wir wollen hier weg. Wir wollen hier weg. Wir wollen hier. Scheiße. Du musst da. Junge. Was eine Pfeife. Ah! Ja, jetzt hält er sich auf einmal fest, ist klar. Okay, wo wollen wir denn hin, wenn wir weg wollen? Lass mal hier rüber. Ist da oben nicht eine Knarre dran? Dann machen wir doch mal so ein bisschen Richtungsturm. Ja, hier nicht. Da war doch oben eine MG dran, oder? Das hier ist nur ein Aussichtsturm. Ja, da war eine MG dran. Ich bleib da mal hoch. Nö. Doch. Zu spät. Nö. Aber da gegenüber ist ein Geschütz. Du meinst, wenn schon Ärger mit den Deutschen, dann richtig Ärger mit den Deutschen. Richtig. Ja, dann machen wir das einmal und provozieren mal einen Alarm der Stufe 4 oder so und versuchen dann zu entkommen. Richtig, das wäre ja langweilig. Dann könnte das auch ein etwas längerer Part werden. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Dann kriegst du auch neue MG-Munition. Die Deutschen schreien ja förmlich danach, sie dir zu übergeben. So, den einen würde ich ganz gerne verstoppen. Kannst du dir nur Uniform holen? Gegebenenfalls könnte ich mich gleich verkleiden und dann abhauen, deswegen. Naja, dann Platz zu Schützen einer einnehmen. So, jetzt geht der Spaß erst richtig los. So, da rum fliegt er noch so ein Zeppelin rum. Über dir, da bin ich nicht im Scheinwerfer. Das will der Turm nicht. So, Zeppeline jagen ist wahrscheinlich eine der besten und effektivsten Möglichkeiten in diesem Spiel Schnügel gut zu finden, weil man ja sich da jeweils 50 in die ganzen Trees spawnen. Ist auch nicht wirklich so. Ja. Zeig's mal. Ich könnte natürlich auch auf die Straße feuern, wenn da mal was anfahren würde, was ich treffen könnte. So, ich muss auf der Turm. Treffe ich dich? Du bist den aber der Turm nicht zerstört. Hm. Nice. Das kann ich. Ich finde es so lustig, wie die Autos weghüpfen, wenn man da drauf ballert. Ja, da wartest du mit halt auf die Leute, die kommen. So, da war noch ein Propaganda-Lautsprecher, das habe ich richtig gesehen. Da hinten sehen wir aber auch noch ein potenzielles Versteck. Da könnte man unter Umständen versuchen, mit der deutschen... Rechts. Ach, da! Oh, guck mal hier. Ja, das ist jetzt echt spannend. Feuer doch da drüber! Mein Gott schon! Das ist das unzerstörbare Geländer. Aha, so. Ja, ich würde versuchen, die deutsche Uniform zu schnappen und dann darüber. Ja, wäre eine Überlegung. Ich meine, wir sind bei Alarmstufe 3, was kommt da? Geheimpolizei? Ja, Wagenleger. Na super. Ich hab meine Leiche weggefunden. Steht da unten? Oder ist das der Typ, der da. Nein, als der kann ich nicht verkleiden. Gut, ist hier irgendwo anders hingeflogen? Ah, ich hab meine Leiche verschlammt. Wow. Nein. Ja, stimmt, den hätte ich jetzt gerade auch verprügeln können. Scheiße. So, erstmal gucken, ob wir noch irgendwo. Granaten habe ich nicht mehr gefunden. Granaten, sehr schön. Da unten ist auch ordentlich. Geht ordentlich die Post ab. Könntest du das Geschütz noch versprengen? Ja, das war gerade auch meine Überlegung. Wenn ich Sean da mal runter bequemen würde. Kann ich das tun? So. Gut, ich will nicht da unten auf die Straße. Da unten ist nämlich gerade richtig Ameisenparty. Oh ja. So, also hier darüber kommt zu dem Versteck. Ohne auf die Straße zu kommen, wohlgemerkt. Wir wollen hier mal rüberspringen? Überlebe ich, glaube ich, nicht, oder? Erstens kommst du nicht drüben an und zweitens machen dich die Ameisen ja! Auf den Sprung fertig. Ja, jetzt bist du natürlich voll im Kreuzfeuer von den Deutschen. Da unten ist ja nicht so viel. Nö. Ein paar. Die kommen ja jetzt erst um die Ecke, die haben ja jetzt erst gecheckt, dass ich hier bin. So, okay, gut. Weiter geht's. Heilige Scheiße. Wie, der hat's, den hat's nicht zerrissen. Ja, das ist ein Fleischschuss in den Arm oder so. Aber der jetzt. Warum ist nochmal ein Zeppelin?
So, ich muss sagen, meine Aiming-Künste könnten schlimmer sein, finde ich. Ja, aber du hast auch schon deutlich besser geschossen, muss ich sagen. Echt, wann? Ist schon eine Weile, ja. Den könnten... Nein! Ja, mir ist es gerade auch noch eingefallen. Ausgesetzt, Sean stellt sich jetzt nicht allzu blöd an. So, dann köpfen wir den mal eben zu Tode. Okay. Stylisch. Yeah. Mach mal die Kiste kaputt. So, das Problem ist halt jetzt, dass wir da wirklich sehr vorsichtig rüber müssen, weil sobald wir klettern, werden wir im Endeffekt eh gesehen. Ja gut, aber wenn du dich verletzt, wirst du dann auch enttarnt? Eigentlich war das jetzt auch ziemlich unnötig. Ich jump da jetzt eben rüber. Da hat er die Leertaste nicht mehr genommen, als ich springen wollte. Zu meiner Entschuldigung, ich habe mich da jetzt nicht wie so ein Versenkter runtergestürzt. Ein Besenkter. Ein Berserker. So. Spring da rein und gib ihn. Ach nee, das war eh genau. So, dann danach verstecken wir uns gesucht. Mal eben in der Luke. Luke! Ich bin dein Vater. Ja. Sehr lustig. Höchstens wird in dieser Luke etwas gezeugt, dessen Erfolg. Vater du sein. Entfesselungskünstlervergünstigung freigeschaltet. Moment, Entfesselungskünstler, was hast du denn getan? Weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht einem Alarm der Stufe 3 entkommen. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Drücke Escape für Details. Ja, guck mal. Fähigkeit in beliebiger Rage ein Fluchtfahrzeug zu wählen. Oh, schön. Gut, dann würde ich sagen, ich lege mal gerade meine Klamotten ab. Stoppt ihr dann noch eben die Waffenkiste? Genau, das hatte ich vor. Das ist ja keine Waffenkiste, das ist ja so eine Waffelkiste. Eine Schmuggelkiste eigentlich. Da sind zwar manchmal auch Waffen drin, aber hauptsächlich eine goldene Uhr. Ein Jagdgewehr. Alles, was das Herz begehrt. Gut, einmal nachladen, ist alles geladen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part von Let's Play Saboteur mit den Battle Brothers. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part und tschö, tschö. Tschaußen.